Und zweitens, die Kleinheit ist etwas anderes noch. Oder die, für eine gesunde oder entwickelte Demokratie braucht es auch eine gewisse Anonymität, weil in der Kleinheit ist die soziale Kontrolle zu groß. Das heißt, das kleine Dorf ist nicht der angemessene Raum der Demokratie. Die Stadt, deshalb hat es immer geheißen, die Stadt macht frei, nicht das Dorf macht frei. Und die Kleinheit ist viel mehr ein Problem. Und der Rückzug auf die Kleinheit als Antwort auf die Reaktion der Globalisierung ist zwar verständlich, aber in der Schweiz übrigens auch schon sehr entwickelt. Es gibt kein anderer Staat in der Welt, welche den Kantonen und den Gemeinden so viel Eigenständigkeit gibt. In gewissen Gebieten fast zu viel, oder? Steuermäßig zum Beispiel. Oder heute, danke, heute ist Europa leichter zu demokratisieren als der Kanton Appenzell 1840, oder? Weil heute in Europa ganze Generationen gut ausgebildet sind, gut informiert sind. Die Lebensstile zwischen Helsinki und Portugal sind ähnlicher als zwischen Genf und Appenzell 1848. Die Musik, die Kultur, Literatur zum Beispiel, der Sport, da sind alle vom Gleichen geprägt. In dem Sinne ist es heute leichter, Europa zu demokratisieren. Aber diese Vorstellung, das Kleine sei eher richtig, sitzt so tief, dass man sich zu wenig getraut wahrzunehmen, was möglich wäre. Und in dem Sinne ist die Unterschätzung der Demokratiepotenziale in Europa ein ganz großes Manko für die Realisierung der friedenspolitischen Potenziale Europas. Die Demokratie weltweit gesehen ein Exotikum geblieben, wenn sie doch anscheinend so viele Vorteile hat. Haben Sie dazu Gedanken gemacht? Ja, es stimmt eben nicht, oder? Seit 1970 sind dreimal mehr Volksabstimmungen schon passiert auf der ganzen Welt, also auf der ganzen Welt bis 1970. Also quantitativ gibt es eine enorme Zunahme von Volksabstimmungen, aber das heißt noch nicht, direkte Demokratie, so wie wir sie jetzt hier erarbeitet haben, oder? Aber es gibt viel mehr Volksentscheide. Und eben in Europa, von den 47 europäischen Staaten, oder sicher bei den 27 ist nur einer noch keiner, und bei den 47 nur etwa fünf. Aber auch in Lateinamerika, in Asien, Afrika gibt es viel mehr, als man sich bewusst ist. Aber eben oft mehr plebiszitär und weniger Minderheiten, die das selber angehen können. In dem Sinne muss man eher arbeiten. Es ist kein Exoten, sondern es ist eine Sache, die viele jetzt ihr zuwenden, weil sie die rein repräsentative als Krise nicht krisenresistent empfinden, aber wir müssen aufpassen, dass sie nicht missbraucht nicht wird oder so schlecht praktiziert wird, dass die Leute dann wieder sich distanzieren. Oder zum Beispiel in Portugal hat man 1998 über Abtreibung abgestimmt und hat nur 3 Wochen Diskussion zugelassen. Die Schweiz brauchte 25 Jahre und etwa 7 Volksabstimmungen, um einen Kompromiss zu finden, der mehr oder weniger im ganzen Land akzeptiert wurde. Wenn ich eine solche Frage in 3 Wochen entscheiden will, dann mache ich das Zeug völlig kaputt, oder? Und 10 Jahre lang war die direkte Demokratie in Portugal auch total diskreditiert.
Das Gleiche ist in Holland. Eine europäische Verfassung, das ist ja ein europäischer Vertrag gewesen, keine Verfassung. 440 Seiten, oder? Wenn einer die liest, dann ist er dagegen. In der Schweiz weiß man, wenn man eine schlechte Sache, wenn man zu lange schlecht schreibt, dann ist sicher, dass die Leute dagegen sein werden. Wenn man also in Holland gleichzeitig war in Frankreich auch das Referendum über das Gleiche. Deshalb muss man nicht zu lange bei der Sache bleiben. Aber in Frankreich war ein halbes Jahr total intensive Diskussion. In Holland nur noch die letzten 5 Wochen. Bei uns ist ja 3 Wochen vor der Abstimmung schon fertig praktisch, oder? Die Holländer, sie wollen heute nichts wissen von direkter Demokratie, weil sie so eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Nicht der Sache wegen, sondern die war so schlecht organisiert. Die wichtigsten Leute, die waren sich zu schade, um mit den Menschen zu diskutieren. Die haben sich bewusst gesagt, das mache ich nichts. Wenn aber die wichtigsten Leute sich nicht engagieren, dann kommt es nicht gut heraus, oder? Also die Gefahr ist nicht das Exotische, sondern dass das Fremde schlecht versucht wird und damit dann sich selber diskreditiert. Aber ist die direkte Demokratie nicht einfach zu teuer, dass sie in vielen anderen Ländern auch umsetzbar ist? Ich meine, wenn man Plebiszit organisieren will, auf Gemeindeebene, Kantonsebene, Bundesstaatsebene, braucht es eine unheimliche Organisation, braucht es unheimliche Mittel auch. Ich denke, nicht alle Länder sind in der Lage, diese Mittel aufzubringen, um eine direkte Demokratie zu etablieren. Da muss man einfach den Kosten die Rechnung machen, oder? Was kostet die Gewalt, die existiert, die herrscht, wenn die Demokratie nicht entwickeln kann? Es gibt nichts Teureres als Tote und Verletzte. Einerseits. Andererseits, in Bosnien zum Beispiel, gibt es 1000 Minister und 100 Parlamente, aber keine Demokratie. Und wir organisieren keine Plebiszite, wir organisieren Partizipation. Das ist nicht das Gleiche. Also das ist hochinteressant, oder? Die Schweizer sind extrem ängstlich, es kostet etwas zu viel. Aber es ist in der Schweiz praktisch noch nie seit 150 Jahren ein Argument gewesen, das wollen wir uns nicht, das kostet zu viel. Die Kosten der Abstimmung waren eigentlich nie wenn etwas, das zur Diskussion steht, das sind dann die Kosten ein Argument. Aber dass man darüber abstimmt, war praktisch noch nie ein öffentliches Argument. Und wenn eine Regierung mit den Kosten argumentiert, ist das nur eine Art, nicht sagen zu wollen, weshalb man es wirklich nicht will. Weil man nicht will, dass man die Macht mit den Menschen teilen. Und das ist vielleicht aus Regierungssicht verständlich, aber aus Bürgersicht nicht. Ja. The final decision of the courts in a democracy gave the individual rights more protection. However, my question is, when the courts themselves, as in the United States, have certain political leanings, neoliberal leanings, and decide that the corporations have an equal right to contribute to political campaigns, and the legislature first introduces this legislation and then the courts back it, where is democracy then? You know, you refer to a decision, the recent decision of the Supreme Court. I refer to the Californian Supreme Court, and Obama answered already this decision in an adequate way. These decisions are very bad for democracy. But on the other hand, because the courts make bad decisions, you should not give the people every right also to decide on the right of minorities. You need, in a modern democracy, every power finds its limit in the power of the other democratic institutions. And this balance, perhaps in the United States, is overreached in the interest of the courts. And it's always the interpretation of the First Amendment, for instance, which is so overreaching. But it does not mean that you accept the Swiss
where the Swiss do what exactly Tocqueville said you should learn in the United States, what it should not happen in a democracy. The majority has not the power to decide on the basic rights of the minority. And in California, this is better protected than in Switzerland. That was my argument. And you were not here when I mentioned this argument already twice the first time. That's why I think the others, they understood that. But of course, I agree that I would never, the First Amendment is human beings and not corporate interests. And the courts equalize corporate interests and human beings. And this is the biggest mistake. And the second is that expression, freedom of expression, does not mean freedom of using of money. And I think the Obama, the administration of Obama, is totally aware of this weakness, and that's why now they hope they can correct by new members the old decisions of the Supreme Court. Thank you. Gut, dann danke ich euch sehr und wünsche noch einen schönen Tag.